Willkommen beim Bombauer Thorsten und einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und ihr seht hier die Bauarbeiter hart bewacht hier von drei Max-Out-Helden hier. Also die haben keine Chance, die zu entweichen. Die müssen in jedem Fall meine Bomben hier weiterbauen. Ja, und warum eigentlich dumm gelaufen in der Liga hier? Ich fasse euch heute den zweiten und dritten Ligatag einmal zusammen. Ihr hattet ja gestern keine Folge Clash of Clans, sondern eine Folge Brawl Stars von mir. Das lag einfach an meiner Zeit, Weihnachtsfeier etc. Ihr kennt das. Dann wird es ein bisschen weniger und dann hat man ein bisschen weniger Zeit oder ist ein bisschen verpeilter, was auch die Uhrzeiten angeht. Aber wir gehen einfach mal rein. Ich zeige euch ganz wahllos, natürlich nicht wahllos, sondern schon ein wenig ausgesucht, ein paar nette Kämpfe oder auch ein paar nicht so nette Kämpfe. Und wir gehen mal rein ins Geschehen. Ja, und warum eigentlich dumm gelaufen? Ihr seht das hier, diese Base hier. Der Krieg ist zu Ende, wurde nicht angegriffen, denn das war eigentlich mein Gegner. Und was mir allerdings passiert ist, ich habe mir extra einen Wecker gestellt, weil unsere Start- und Endzeiten hier vom Clankrieg sind so ein bisschen für viele von uns hier suboptimal, denn sie starten und beginnen, beziehungsweise sie starten und enden mittags. Irgendwie so um die 1 Uhr Zeit oder so rum. Und ich hatte mir aber extra einen Wecker gestellt, beziehungsweise so eine Benachrichtigung, Toto angreifen. Und als ich auf mein Handy geguckt habe, waren es auch erst noch 23 Minuten, glaube ich, lief dieser CK hier noch. Habe ich gedacht, ah, da holst du noch gerade ein Käffchen. Und als ich dann vom Käffchen wiederholen war, mache mein Handy an, boom, Clankrieg vorbei. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber es war so. Das könnt ihr mir glauben, denn ich hatte eine Armee ausgebildet mit einem Päcker, der hier die Queen umnieten sollte mit One-Hit und den Rest hier mit der Queen und Queen Walk das Rathaus geholt. Vielleicht noch den King hier hinten. Und dann wäre das über diese Flanke hier mit Bola Hexen weitergegangen. Ich hab wieder den großen Ballon, hätte ich hier wieder genutzt, aber hätte Fahrradkette. Ich habe es halt nicht gemacht, also dumm gelaufen. Ich habe meinen Angriff wirklich, wirklich verpennt. Ich war aber auch nicht der Einzige, wir hatten noch einen. Und was natürlich sehr, sehr tragisch ist, denn am Ende fehlten uns hier irgendwo die Sterne. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch ein paar nette Kämpfe, auch vom zweiten Tag. Ja, ich konnte euch das jetzt nur so ein bisschen zusammentragen. Liegt einfach daran, habe ich eben schon gesagt, Start- und Stoppzeit liegen so ein bisschen suboptimal. Eine Feier kam hier dann noch dazwischen und dann habe ich auch etliche Stunden wirklich mal die Spiele sein lassen. Muss ich mal so sagen, egal ob das jetzt hier Clash of Clans war oder auch das andere Game Brawl Stars, was ihr im Moment auf meinem Kanal seht. Und Ich mache das tatsächlich so ein bisschen als für mich willkommene Abwechslung, um euch auch zu zeigen. Viele fragen ja auch immer, Toto, spielst du auch was anderes? Ja, das mache ich, aber ich nehme nicht unbedingt von jedem Game aus. Ich denke mal, Brawl Stars kann man mal machen, gerade so aus der Sicht des wirklich Casual Gamers dort, der von solcher Spielmechanikart dieser Spiele überhaupt keinen Plan hat und das auch noch nie gern gespielt hat. Also es gibt ja etliche Spiele, die genauso aufgebaut sind von der Steuerung her und ich habe die bisher immer gemieden. Ich habe die immer gemieden, weil das war immer so eine Sache, die Koordination mit dem linken Daumen und dem rechten Daumen, das noch in Einklang zu finden und beide Daumen machen dann am Fadenkreuz und an der Bewegung was anderes. Das ist für mich, das war noch nie was für mich. Deswegen ist das für mich umso spannender, da so ein bisschen weiterzukommen und um die kleinen Erfolge so ein bisschen festzuhalten. Mehr soll es eigentlich nicht sein, aber Ei hat das sehr, sehr gut gemacht. 12 auf 11, also 12 auf 12. Ich meine, hier gibt es nur 12 auf 12 oder halt 11 auf 12, da wir immer noch zwei Rathaus 11 dabei haben. Jetzt muss ich mich mal gerade umgucken, da ist gerade jemand reingekommen. Die immer noch zwei Rathaus 12, 11 dabei haben, wo wir uns natürlich sehr, sehr schwer mit tun, weil wir immer mit so einem kleinen Nachteil hier in diese Clankriege starten. Den versuchen wir natürlich irgendwie so gut wie es geht irgendwo wegzumachen. Zum Beispiel mit so einem schönen Dreisterner vom Juli hier. Und irgendwie gibt es ja im Moment nur überhaupt nur zwei Menschen auf dieser Spätzle mit Soßwelt, die es schaffen, drei Sterne zu holen. Das ist nämlich der Ei, also der Eye-Witness oder Witness-Ei, je nachdem, wen ihr von euch nehmen wollt oder wen ihr euch nehmen wollt. Und es ist ja auch der Mini. Wir gucken mal, wie er diese Base hier gemacht hat. Also auch hier Rathaus 12 auf Rathaus 12 mit Max-Helden, aber noch nicht ganz Max-Truppen. Ihr seht da unten, die Valkyrie ist noch auf Level 6. Also da geht sicherlich auch noch was beim Mini hier. Hat die Karre hier jetzt für einen kurzen Dienstweg genutzt, um erstmal das Rathaus zu nehmen, denn der Rest kommt dann mit Luftpart. Das heißt hier also erstmal ein Killsquad hier reingeschickt mit Helden, mit King, beiden Drachen. Ja, die werden jetzt gewutelt. Der Sprung war eigentlich noch ganz gut. Das sind in jedem Fall die
Walküren durchgegangen und King, inklusive Walküren, okay, die Walküren sind jetzt schon weg, aber der King macht in jedem Fall die böse, böse, bitterböse Queen hier in der Mitte. Die bitterböse Hexe, wenn man jetzt so mal vom Gegner spricht. Und dann geht das hier unten mit Luft weiter, also unterstützt mit Eilzaubern auf den ersten Inferno hier unten. Der Queen ist dabei, ein paar Mauern zu machen in Verbindung mit dem Warden. Okay, da kümmern wir uns jetzt mal nicht drum. Wir schauen mal, wie der Rest der Base hier eigentlich weitergeht, denn es ballert die ganze Zeit natürlich die Adler-Artillerie und noch etliches an Verteidigungsgebäuden, die aber sehr, sehr eng stehen hier. Das war vielleicht so ein bisschen sein Vorteil, weil auf alles können natürlich die Verteidigungsgebäude hier auch nicht ballern. So muss man es ganz klar sagen, denn viele Sachen sind hier, vor allen Dingen hier im linken Compartment, glaube ich, Single Damage gewesen, soweit ich mich noch erinnern kann. Jetzt hat er aber auch nicht mehr ganz so viele Ballons hier. Außen hat er allerdings jetzt noch den Warden mit voller Queen, die ist auch noch zündbar. Einen einzigen Zauber hat er noch, nämlich einen Frostzauber, ein paar Lakis und zwei von den Magier. Mal sehen, wie er das hier eigentlich gemacht hat. Ich muss sagen, den habe ich auch nicht gesehen. Also nicht nur, dass es bei mir dumm gelaufen ist, sondern auch zeitlich ist es im Moment ein bisschen eng. Ihr kennt das sicherlich selber von euch. Gerade die Weihnachtsvorzeit mit vielen Feiern, mit vielen Besorgungen. Arbeiten müssen wir nebenbei auch noch. Ich habe noch nicht frei. Ich habe erst ab Donnerstag frei. Und dann wird es unter Umständen ein bisschen mehr vom Kanal geben. Also Folge Clash, Folge Brawl ist sicherlich zu solchen Zeitpunkten dann irgendwo immer drin. Und auch heute habe ich mal exklusiv hier etwas getestet, weil die Folge mal ein bisschen länger geht. Und ich wollte auf jeden Fall heute noch eine Folge Brawl Stars für euch abdrehen. Denn auch da hat sich natürlich ein bisschen was getan. Und ist einfach mal ein Test. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen ja auch auf. Ansonsten würde ich das Format gerne so lassen. Ich werde das auch in einem Video noch ankündigen, was sich eigentlich im nächsten Jahr hier auf diesem Kanal so ein bisschen, so ein ganz, ganz kleines bisschen verändert. Es werden keine großen Veränderungen sein, aber so ein ganz kleines bisschen verändert sich hier auf diesem Kanal etwas. Und die 1 musste hier der Felix machen. Also wir werden ja immer beinhart eingeteilt hier. Das macht aber nichts. Jeder muss einen Angriff machen. Nur Toto und Udami haben ihr nicht gemacht. Sie haben es irgendwie verpeilt, verpennt, was auch immer. Wo kommt er hier rein? Ah, hier unten. Hier unten auch mit Bohler Hexen und Heiler. Das kann man auch, zumindest auf der Seite hier konnte man das ganz gut machen, weil keine einzige Luftabwehr hier unten jetzt in diesem ersten Compartment steht. Und die ganze Meute hier jetzt gefolgt bzw. angeführt vom King mit Karre. Und ja klar, der kurze Polonaise hier vorm Rathaus und auch die Karre dreht sich hier, aber sie ist noch nicht kaputt. Er wartet doch extrem lange. Denn es ist ja jetzt schon die Bombe hochgegangen und jetzt kommen erst die Truppen eigentlich aus der Karre raus. Kann man auch so machen, also ruhig extrem lange warten, nicht die Karre öffnen, wo das Rathaus noch nicht kaputt ist. Denn wenn es dann kaputt geht, die Karre hält das in jedem Fall aus. Das sind 1000 Flächenschaden und die hatte ja jetzt eben noch so gutes Viertelleben. Also sie war noch zum Viertel voll und jetzt hat er schon 2. Stern. Das ist sie in jedem Fall nach wie vor in der Liga so ein bisschen das Nonplusultra, dass wir zumindest 2 Sterne holen, hier auch fürs Sterne-Punkte-Konto am Ende gar nicht mal so unwichtig. Und deswegen bemühen wir uns immer, möglichst das Rathaus mitzunehmen. Ich weiß, das sieht dann manchmal natürlich ein bisschen lame aus und auch wenn der Gegner angreift, dann sage ich mal, ach, der Gegner macht auch sichere Kiste. Ich kann es total verstehen, dass er das macht, denn wir sind nicht anders. Jeder will hier seine Sterne, seine Marken reinholen und unter Umständen den Win haben. Je nachdem, wie der Win dann reinkommt, ob jetzt durch Defenses oder durch gute Angriffe. Ich denke mal, der Felix hat das hier gut gemacht auf die Nummer 1. Hat hier noch ein bisschen an Prozenten rausgeholt. Ich glaube, hier hinten hat nichts mehr gelebt. Und jetzt hat er hier hinten noch so einen kleinen Lucky hier oben. Aber ich glaube, das ist trotzdem... Ja, 70% Bonus ist drin, ist es ja bei den normalen Spielen, dann ist der volle Bonus da und egal ob 1 Stern oder 2 Sterne sind hier natürlich richtig, richtig gut. 71 mal sehen, ich denke mal ein Gebäude schafft der Lakai noch oder der Minion hier, dann war es das vom Bogenschützenturm, also schön gemacht hier, 2 Sterne mit 73%, sauber. Und damit mir sowas wie im zweiten CK hier in der Liga nicht nochmal passiert, habe ich hier exakt die gleiche Armee genommen, die ich eigentlich auch bei der anderen Base genommen hätte. Also hier
Packer vorweggeschickt, der macht mir schon mal so ein paar Gebäude, relativ one-hittig, und der ist auch nicht ganz so, der ist nicht ganz so rathausgefährdend, ne? Der klopft da jetzt ein, zweimal drauf, das überlebt er auch, und dann ist das Rathaus hier schon mal weg, die Bombe stört jetzt auch nicht wirklich, und er schafft ja noch ein bisschen. Jetzt macht kurz mal einmal so ein Ringelpiez hier von der Queen in der Tornadofalle. Zwei Drachen waren natürlich jetzt ein bisschen unangenehm, aber hier nochmal ein Wut draufgeworfen, denn der erste Wut lief aus. Dann war es das hier auch. Hexe kurz mal so ein bisschen zum Unterstützen. Vielleicht ballert die ja jetzt gleich auf den Drachen. Das wäre nämlich ganz nett. Ah, jetzt, der ist aber schon weg. Und jetzt kann das hier über die andere Flanke weiter mit dem Funnel hier gehen, sodass wir hier eigentlich so ein bisschen jetzt diagonal in die Base reingehen. Ihr seht das, ich habe wieder den Ballon genutzt, diesmal auf Max-Level, habe ich mir mal reinspenden lassen. Und jetzt können meine Truppen nicht mehr großartig nach außen, das heißt also, die Masse wird hier in jedem Fall reingehen. Und im Zeppelin, in dem Ballon, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich es genannt habe, aber ich glaube, es waren ein paar Valkyren hier, um mal noch so ein paar Prozent in der Mitte hier zu scheffeln. Jetzt kommen sie raus, da sind sie auch, nutzen auch den Sprung. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Das war so ein bisschen Sinn und Zweck. Ich wollte auf jeden Fall meinen Leuten hier natürlich zeigen, dass ich hier auch angreife und auch stabile zwei Sterne hier eigentlich holen kann auf solche Bases, die wir hier bitter nötig haben. Und deswegen habe ich, glaube ich, war diesmal der allererste Angreifer. Das ist auch sehr, sehr selten. Aber ich wollte es absolut nicht ver... A, wollte ich es nicht verbaseln. B, wollte ich meinen Angriff rumhaben, weil ich danach überhaupt keine Zeit mehr gehabt hätte. Und womöglich hätte ich auch noch einen zweiten Angriff verpennt. Das wollte ich natürlich auch auf gar keinen Fall machen. Deswegen habe ich mir gedacht, Toto, dann nimmst du die Truppe, nimmst du diese Base hier, die passt eigentlich ganz gut, und machst dir deine zwei Sternchen. Ist, glaube ich, auch ganz gut geworden. Ich denke mal, so kann es eigentlich immer was werden, gerade wenn die Rathäuser draußen stehen. Problem sind dann immer die restlichen Prozente, aber ich denke mal, als Rathaus 12 kriegst du es irgendwie kriegst du es immer hin. Jetzt ist hier oben, glaube ich, noch ein Skelett. Ja, das gucken wir uns nicht mehr an, wie das Skelett da runtergeballert wird. Wir nehmen uns hier den Freeguy 12 auf 12. Der Freeguy auch schon ziemlich weit. Mann. Also ich muss sagen, Rathaus 12, auch ich bin ja, ich laufe ja auch gegen Ende. Ich muss noch ein paar Bäumchen machen, zwei Minenwerfer noch. Dann bin ich ja auch im Hauptdorf durch. Okay, Minen und Sammler, die lasse ich mal außen vor. Die muss ich noch machen. Aber wenn meine Defensive erstmal komplett durch ist, dann kann ich mich auch um Minen und Sammler kümmern und natürlich auch um die restlichen Mauern. Und der Freeguy, muss ich schon sagen, ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, in diesem Jahr, wo er auch auf Rathaus 12 gegangen ist, ich ja auch direkt zum Start und bin jetzt schon durch, also ein gutes halbes Jahr später. Das ist schon krass, wie schnell man hier bei Clash of Clans mittlerweile vorankommt. Durch Clanspiele, durch Ligaspiele, durch Marken, durch die Rewards, die es dann überall gibt, die ganzen vielen Events, die Supercell hier mit uns spielt, in Clash of Clans, also langweilig wird einem hier eigentlich nie, es sei denn, man macht alles immer viel, viel zu schnell. Ich mache ja immer teilweise ein bisschen Piano, um das Ganze so ein bisschen auszukosten, und wenn es dann ein Event gibt, dann muss ich das nicht innerhalb der nächsten 10 Minuten fertig haben, weil ich unbedingt jetzt die Trainingspotions brauche oder was auch immer. Und deswegen beeindruckt mich das schon, wie weit hier einige und wie schnell einige vorangekommen sind mit ihrer Base, mit ihren Helden, mit ihren Truppen. Also es geht schon schnell voran. Ihr merkt das sicherlich selber, wenn ihr so im Rathaus 7, 8, 9er Bereich seid, dass es doch sehr, sehr schnell geht. Mittlerweile auch der 9er Bereich, glaube ich, ist immer noch ein bisschen der schleppendste, da die Helden dort den höchsten Sprung machen. Aber durch die verkürzte Bauzeit, glaube ich, ist das mittlerweile auch Schnee von gestern. Das heißt also, man kann auch den Rathaus 9er sehr, sehr schnell auf Rathaus 10 ziehen. 10 ist dann auch nur ein Durchmarsch auf 11 und ruckzuck bist du eigentlich bei 12, muss man fairerweise so sagen. Setzt natürlich immer voraus, dass man, glaube ich, 5 Bauarbeiter frei hat. Ich meine, ich mache einige Dörfer mit 4 Bauarbeiter oder einige habe ich im unteren Bereich. Die machen das im Moment mit 3 Bauarbeitern, das geht auch. Aber der Freeguy hier hat schön die 11, die 13, also 11 auf 13 mit 2 Sternen und netten Prozenten gemacht. Also wie angesprochen, die Prozente hier und die dicke Kanone hier schafft tatsächlich nicht an die Hexe ranzukommen. Die Hexe ist immer noch ein bisschen schneller als die dicke Kanone hier und die ballert schon ganz gut. Sie ist zwar nicht maxed, aber ich denke mal, gleich schafft es die Hexe nicht mehr ganz, oder? Mal gucken, ob die Hexe das hier überlebt. Jo, die packt die Kanone auch nicht schlecht. Also nochmal auf 64 hier hochgegangen. Schönes Ding hier vom Freeguy. Und wir springen zum nächsten Rathaus 12er.
Und bewusst sage ich euch heute ganz, ganz viele 2 Sterne. Es gab ja auch 3 Sterne im dritten Clankrieg. Auch das einmal an dieser Stelle gesagt, aber wir ertappen natürlich immer oder häufig die gleichen Leute. Deswegen zeige ich euch hier heute den Etheron Rhyon oder so. Mir bekannt nur nach wie vor unter Rewe. Also er hieß ja vorher Renevenge oder so. Hat sich dann umbenannt, weil er den Namen nicht mehr ertragen konnte. Aber trotzdem ruft ihn hier nach wie vor jeder Rewe. Also keine Chance der Umbenennung hier bei uns im Clan, wenn du schon so lange dabei bist. Du bist irgendwie immer dann verhaftet mit deinem alten Namen. Auch er nutzt hier den Ballon. Schön gemacht hier. Die Loons schaffen jetzt das Rathaus. Okay, aber die Bombe rafft natürlich jetzt alle Loons dahin. 2 Sprung hier schon mal gesetzt an der Stelle. Die Queen kümmert sich jetzt um den King und um die beiden Drachen, damit die jetzt nicht unbedingt die Erdtruppen hier angreifen. Da sind aber noch ein paar Magier dabei, ein paar Hexen. Wenn man die hat, dann geht es. Dann kann ruhig mal ein Drachen flöten gehen. Ich habe das ja auch schon gezeigt gehabt in dieser Woche, dass das dann unter Umständen, dass das trotzdem funktioniert. Queen war jetzt... die Queen schafft sogar noch den Inferno-Turm auf der anderen Seite. Mal sehen, ob sich der 2. Sprung hier gelohnt hat, denn noch ist da nichts gesprungen. Ja, das war ein bisschen unglücklich, aber King und ein paar Bowler nehmen jetzt doch den Weg nochmal Richtung Mitte, um dort ein klein wenig weiterzukommen. Dass hier immer ein paar Truppen außen rumrennen, das ist gar nicht mal so schlimm. Denn die brauchst du auch, um deine anderen Truppen in die Mitte zu zwingen, beziehungsweise dass deine anderen Truppen in der Mitte bleiben, solange du hier außen die Gebäude ganz gut räumst und die Truppen in der Mitte halt keinen anderen Weg haben, als irgendwo mittig oder halt hier Richtung Adler. Auch hier ist eine Schlüsselfigur der Adler hier, denn wenn der die ganze Zeit ballert, dann geht dir doch einiges an Truppen drauf. Aber auch hier 14 auf 4, also Rathaus 12 auf Rathaus 12. Das stimmt gar nicht. Entschuldigt, Leute. Das war jetzt ein Rathaus 11 auf Rathaus 12. Sorry, da habe ich mich gerade vertan. Stimmt, der Rewe ist ja einer unserer Rathaus 11er, der hier gegen einen 12er ran muss. Und das hat er aber gut gemacht. Hier hat gut die 2 Sterne reingefahren auf die Base hier. Und dann sind das hier, mal gucken, wie viel Prozente das eigentlich noch werden. Ich spule euch das eben mal vor. Schafft der Warden? Schafft der Warden den Warden? Nein, schafft der Warden den Adler? Der Warden schafft den Adler nicht. Der hätte nur ein bisschen mehr Zeit gebraucht, glaube ich. Aber schönes Ding, mit wie viel Prozenten? 67%, wunderbar. Lange nicht gesehen und doch wieder erkannt, der Swash hier 6 auf 2, also nach wie vor seht ihr natürlich aus der Liga bei den Spätzes hier Rathaus, oder fast Rathaus 12 Kämpfer, ein 11er haben wir jetzt eben gesehen. Und mal sehen, der Swash nutzt hier, ich weiß gar nicht, wofür er jetzt hier den Machttrank genutzt hat. Ach, ich weiß wofür. Für den Fledermausbell. Okay, er nimmt den Fledermausbell mit. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ich denke mal, der wurde ja gleich nach dem ersten Tag genervt, weil da natürlich total viele Dreier damit durchgefahren wurden. Und die sind hier, wie weit sind die eigentlich gekommen? Die sind so Richtung Rathaus gekommen, haben das Rathaus aktiviert. Und er hat jetzt aber hier auf ganzer Flanke noch einiges von diesen von den Fledermäusen hier drin, also von dem Fledermauszauber. Und schön gemacht, das Ganze hier einfach mal auch mit einer neuen Truppe zu machen, auch wenn sie direkt den Nerf bekommen hat. Und die waren ja wirklich, die waren wirklich abartig. Selbst auf Level 1 hat dieser Zauber 15 Fledermäuse hervorgerufen. Das war Hammer. Und ich weiß gar nicht, wie viel es da auf Max-Level waren. Jetzt sind es noch 10 auf Level 1. Und ich glaube, das ist ein bisschen balanceder. Also ich habe Angriffe gesehen und ihr sicherlich auch. Bei einigen YouTubern oder auch auf meinem Facebook-Kanal habe ich ja einen Angriff Rathaus 10 gezeigt mit den Spells. Und ich habe selber damit einen Tag später dann angegriffen. Da war er schon genervt und da fand ich eigentlich immer noch, da kannst du immer noch was mit tun. Zumindest im Farm habe ich einfach auch mal nur Hunde genommen und den Zauber hat auch super funktioniert im Rathaus 10 Bereich. Leider blieb hier der Adler stehen und auch der Inferno. Das ist natürlich bitter. Gerade 2 so starke und mächtige Verteidigungsgebäude hier am Ende noch offen zu haben. Da haben es dann auch Hexen und Magier schwer, beziehungsweise da die Hexe sehr schwer. Wenn die ganze Zeit dort, die Luftfalle hier hinten in der Ecke habe ich auch noch nie gesehen. Schaut mal, habt ihr gerade gesehen hier, die war hier unten an der Wardenstatue. Aber trotzdem 94% ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich am Ende. War aber nicht so schlimm, denn diesen Clankrieg hier haben wir gewonnen. Ihr seht jetzt auch endlich unten so ein bisschen das Endergebnis. Also 31-28, den dritten Krieg gewonnen hier. Fand ich richtig gut, denn das, was ich zu Anfang gesagt hatte, gerade dieser Level 20 Clan,
Das ist ein durchgestorbener Clan, so nenne ich das immer ganz gerne. Die sind zwar Level 20, aber sieht mal, mit so vielen Kriegen, die die nur gewonnen haben, das sieht man auch hier dann im Log, die sind also sehr, sehr rötlich hier. Also die legen nicht unbedingt Fokus auf Gewinnen, sondern 50-50. Die spielen hier nur 50er CKs. Und wenn du die spielst, dann hast du ja nur 50 EP weniger, als du gewinnst. Und damit levelst du natürlich sehr schnell. Also so ein Clan Level 20, der sagt nicht wirklich was aus. Und wir haben auch gedacht, oh, die sind ganz gut. Alles machbar hier. Klar, den davor mit dem roten Haken jetzt, den haben wir leider verloren, dadurch, dass zwei Leute nicht angegriffen haben. Also meine Wenigkeit und auch der Yudami hier unten ist noch einer aufgeblieben. Der Gegner hat hier, muss man ganz klar sagen, alles richtig gemacht, denn er hatte unten unsere kleinen, ich glaube, der Jennek war noch Rathaus 11 zu dem Zeitpunkt und auch den Rewe hier gedreiert. Das reicht dann schon. Danach haben die hier auch keinen Dreier mehr hinbekommen. Haben sogar einmal einen Einstern hier gemacht, aber gut, wenn wir natürlich einen Einstern machen und zwei Leute greifen gar nicht an, dann ist das eigenes Verbaseln. Wir sind jetzt aktuell im vierten, aber den vierten halte ich für euch dann fest. Also wir sind jetzt auch wieder so ein bisschen auf der Halbzeit hier. Dumm gelaufen in der Halbzeit. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gut gefallen. Sie ist jetzt ein bisschen länger geworden, dadurch, dass wir zwei Spieltage zusammengefasst haben. Ich hoffe, das hat euch als Ausgleich von gestern, wo es halt nur eine Goldstar-Folge gab, ganz gut gefallen. Und ich würde sagen, bis zum Ligaspieltag 4, euer Toto Eschdorf.